Moin und hallo aus der Transfermarkt-Redaktion. Wir freuen uns aufs Fußballwochenende und wir haben bei Transfermarkt TV die passenden Inhalte für euch dazu. Papa als Trainer, Palko Dardais Einsatz bei Hertha BSC durch Vater Pal setzt eine prominente Reihe fort. Hochspannung in Argentinien, der Superclásico, River gegen Boca, das vielleicht heißeste Derby der Welt steht an. Und in unserer Statistik des Tages ganz neu, die Top-Zuschauer-Rankings der Welt. Es war ja gestern ein recht erfolgreicher Europa-League-Abend. Alle drei deutschen Teams haben nicht verloren. Zwei Siege gab es sogar für Köln und für Hertha BSC. Bei uns bei Transfermarkt TV sind wir ja dafür bekannt, dass wir auch das Besondere an solchen Partien sehen. Und eine Sache ist dann tatsächlich aufgefallen. Hertha spielte ab der 79. Minute mit Palko Dardai. Das Besondere daran, sein eigener Vater hat ihn eingewechselt beim Stand von 2:0 gegen Soraya Luhansk. Und das ist natürlich immer schon eine besondere Situation, wenn der eigene Vater den Sohn trainiert. Eine berühmtere Konstellation gibt es häufig im internationalen Fußball. Zum Beispiel Jordi Cruyff, der von seinem Vater Johan Cruyff einst beim FC Barcelona ins kalte Wasser geworfen wurde. Das war damals am 24.09.1994. Am Ende wurden beide dann spanischer Meister. Der große Johan Cruyff, der La Masia maßgebend begründet hat. Dann gibt es die Maldini. Cesare Maldini und Paolo Maldini. Cesare war italienischer Nationaltrainer und bei Milan Trainer, brachte zweimal seinen Sohn, den legendären Paolo, jeweils dann auch aufs Feld. Klaus Toppmöller und sein Sohn Dino, das war schon ein bisschen schwieriger in der Zweitligasaison, nämlich in der Saison 2000-2001 brachte Klaus dann Dino für den ersten FC Saarbrücken ins Spiel. Die Mannschaft fand es nicht so toll, da hatte Dino dann Schwierigkeiten. Da gab es keine Frage, Wladimir brachte seinen Sohn Wladimir, beide sogar mit gleichem Vornamen, in der Slowakei und zwar fürs Nationalteam. Wladimir Weiß brachte den Mann von Man City dann aufs Feld. Und dann gibt es da noch die beiden Österreicher, die Grigoritsches, und zwar Werner, das ist der Trainer von Kapfenberg und der österreichischen U21, der hat zweimal seinen eigenen Sohn Michael Grigoritsch, jetzt ja bei Augsburg, ins Spiel gebracht. Der war übrigens damals der jüngste Torschütze der österreichischen Bundesliga mit 4 Tagen vor seinem 16. Geburtstag. Und Zinedine hat seinen Sohn Enzo Zidane in der vergangenen Saison aufs Feld gebracht. Sein Debüt damals beim Copa del Rey Spiel und beim 6:1 Erfolg hat er auch gleich getroffen. Ein beliebtes Spiel am Freitag ist natürlich der Tipp bei uns immer und das ist der Expertentipp bei Transfermarkt TV. Wir haben Benny Laut gefragt. Den kennt ihr sicherlich noch aus seiner Zeit bei 1860 München oder auch beim Hamburger Sportverein. Die spielen ja noch in der ersten Liga. Den traut er übrigens im Tipp nicht unbedingt so viel zu im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Wir schauen mal drauf, was er sich denn vorstellt für den 11. Spieltag. Da gibt es das Freitagabendspiel, ein 2:2 von Werder in Frankfurt, Werder mit neuem Coach, dann schon angesprochen, HSV gegen Stuttgart nur 2:2, kleine Überraschung sieht er in Augsburg, das 3:0 von Leverkusen und dann gehen wir mal weiter zu den Topspielen, da muss man ja Leipzig gegen Hannover auch reinpacken, 2:0 setzt er da auf Leipzig und als alter 60er, vielleicht nicht unbedingt verwunderlich, ein 3:1 Sieg für Dortmund gegen Bayern, ja, da kriegt er bestimmt eine ganz gute Quote drauf, wenn er das so umsetzt und dann haben wir noch die Spiele von Köln gegen Hoffenheim, 2:1 für die Kölner, auch etwas überraschend. Und Wolfsburg gegen Hertha, auch 2:1. So sieht es Benny Laut, die Auflösung, ob er denn so einigermaßen richtig gelegen hat, die gibt es dann am Montag. Es steht wieder ein äußerst interessantes Bundesliga-Wochenende ins Haus, unter anderem ja mit dem Topspiel Dortmund gegen Bayern. Da wird kein einziger Platz mehr im Signal Iduna Park frei sein. Dortmund ist der Zuschauer Krösus der Welt im Zuschauerdurchschnittsranking und da haben wir jetzt eine neue Statistik bei Transfermarkt. Da könnt ihr reingucken, wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus im Zuschauerranking. Wir haben für euch jetzt mal die Top 10 zusammengestellt.
Inter Mailand komplettiert also die Top 10 mit 58.699 Zuschauern. Das Interessante ist daran übrigens, dass sie vor ihrem Liga-Konkurrenten AC Mailand, die ja im gleichen Stadion spielen, die sind erst auf Position 14 in diesem Ranking. Wir gucken noch auf zwei andere tolle Stadien in Europa. Da gibt es zum Beispiel auf Position 18 das von Benfica Lissabon, das Estádio da Luz. Da kommen zu den Spielen immer 52.480 Zuschauer im Schnitt. Und auf der 20 gibt es die Amsterdam Arena, auch das ja ein Vorzeigeschmuckkästchen in Europa. 51.214 Zuschauer sind das Ende der Top 20. Und dann gibt es auch noch einen Hingucker, und zwar das erste Stadion, das nicht in Europa steht, ist nicht etwa eines in Südamerika, das dann den nächsthöchsten Zuschauerschnitt hat, sondern dieses Stadion steht in Atlanta. Und zwar ist es das neue Stadion von Atlanta United. Große MLS-Begeisterung. 50.317 Zuschauer kommen im Schnitt. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Das sind gute Einnahmen für Atlanta United. Im Zuschauerranking unsere Nummer 22. Am Wochenende steht in Deutschland das heiß erwartete, mittlerweile ja als Klassiko bezeichnete Spiel zwischen Dortmund und Bayern an. International ist dieser Klassiko, der sogenannte in Deutschland, eher eine kleine Nummer, wenn wir auf das Duell in Argentinien am kommenden Sonntag gucken. Da nämlich treffen im sogenannten Super Klassiko River Plate und die Boca Juniors aufeinander. Das ist so ziemlich das Heißeste, was man an Derby im Weltfußball haben kann. Und beide Teams haben eine langjährige Feindschaft miteinander. Man sollte in Buenos Aires sich bedeckt halten, nicht für die eine oder für die andere Mannschaft sein, wenn man durch die Straßen geht an einem Derby-Tag. Das 210. Duell wird es sein am kommenden Wochenende, und die Mannschaft von River Plate hat einiges gut zu machen. Sie haben ja unter der Woche völlig überraschend das Copa Libertadores-Finale dann verpasst. Nach 2:0 Führung bei Lanús haben sie dann am Ende doch noch den Einzug ins Finale der südamerikanischen Königsklasse verpasst. Sie wollen Wiedergutmachung, der Tabellenneunte, und wollen gewinnen. Einer, der dabei helfen könnte, ist dieser Mann hier, Scocco, Ignacio Scocco, 32 Jahre alt. Er hat unter anderem in der Copa Libertadores einen Fünferpack geschafft beim 8:0 im Viertelfinale gegen Jorge Wilstermann. Da kam River noch weiter. Jetzt, wie gesagt, das Aus in der Königsklasse. Und er ist auch in der Liga richtig gut unterwegs, der Neuzugang von den Newell's Old Boys. Er hat in 5 Ligapartien schon 3-mal getroffen. Hat auch schon mal für den AFC Sunderland gespielt und hofft natürlich auch, dass er jetzt in diesem Duell gegen den Erzfeind erfolgreich sein kann. Der Erzfeind, das sind die Boca Juniors, das ist der amtierende Meister in Argentinien, und das ist das absolute Top-Team zurzeit in Argentinien. 7 Spiele, 7-mal gewonnen und nur ein einziges Gegentor hat das Team von Boca Juniors bisher bekommen. Sie sind nicht umsonst der Favorit auch am kommenden Wochenende, und einer, der richtig erfolgreich trifft, ist Dario Benedetto. 8 Tore hat der schon in der argentinischen Superliga erzielt. In 7 Spielen das Ganze geschafft und so wie hier ein äußerst effizienter Torjäger. Er, der 27-Jährige, mittlerweile mit einem Marktwert von 12 Millionen ausgestattet. Ein bisschen teurer ist noch Christian Pavon. Aber Boca ist der Favorit am kommenden Wochenende, zumal sie auch in der letzten Saison das Auswärtsspiel bei River, diese Partie gibt es nämlich 2-mal im Jahr in der argentinischen Primera Division, also sie konnten das Auswärtsspiel bei River gewinnen mit 4:2, und da gab es durchaus Spektakuläres zu bestaunen. Einige Tore, naja, die waren für die Torhüter nicht ganz so schön. Zunächst einmal die Führung durch Bu für Boca. Da sah noch alles gut aus. Dann kam River aber und erzielte zunächst durch Driussi nach guter Mithilfe von Boca das 1:1. Und dann traf der Leverkusener Alario, sehr zur Freude vom ehemaligen Wolfsburger D'Alessandro, zum 2:1. Dann kam aber Carlos Tevez, und da haben wir den ersten Fehler schon gesehen. Der zweite war dann bildschön in den Winkel genagelt von Carlos Tevez, der mittlerweile in China spielt. Und dann gab es hier das nächste Missgeschick und dann dieses schöne Tor zum 4:2 Endstand für die Boca Juniors.
Dürfte uns gefallen, wenn es am Wochenende ähnlich spannend hergeht und ähnlich spektakulär wird, dann im Monumental bei River Plate. Die Stimmung wird gigantisch sein und Sie und ihr sollten dabei sein, wenn es denn ab 21.55 Uhr bei Sport Digital heißt, der Superclásico zwischen River Plate und den Boca Juniors. Einer freut sich bei uns ganz besonders drauf, das ist unser Argentinien-Kommentator Christian Büdi-Blunk und er wird euch noch ein paar Fakten und vor allem seinen Tipp mit an die Hand geben. Jetzt exklusiv für euch. Der Superclásico ist das Duell schlechthin in Argentinien. River gegen Boca heißt es am Sonntagabend. Es ist ein Spiel, wo es um Emotionen geht, wo es um Religionen geht, wo es darum geht, dem Gegner Schaden zuzufügen und nicht unbedingt nur um die eigenen Punkte. In diesem Superclásico ist häufig so viel Brisanz drin und darauf kann man sich jetzt schon freuen. River gerade ausgeschieden in der Copa Libertadores, ganz bitter im Halbfinale gegen Lanús. Die müssen sich natürlich irgendwie wieder fangen für diesen Superclásico. Und bei Boca, die sind Meister geworden in der vergangenen Saison, haben mit Dario Benedetto auch in dieser Saison wieder den allerbesten Torschützen, haben alle Duelle bis jetzt gewonnen und die wollen den Abstand noch einmal vergrößern zum Erzrivalen, zu River. Dieser Superclásico, der wird einiges mit sich bringen. Wir freuen uns auf ein richtig spannendes und emotionales Duell in Argentinien. Superclásico River gegen Boca. Sonntagabend. Unsere News-Ticker zum Wochenabschluss fangen wir an mit einem Ausblick auf die anstehenden Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft in England und gegen Frankreich. Jogi Löw hat einen 23-Mann starken Kader benannt. Es gibt Rückkehrer wie zum Beispiel Götze und Gündogan und es gibt einen Neuling, den man beachten sollte, den 26-jährigen Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Jogi Löw attestiert ihm sehr gute Leistung zuletzt in der Champions League und in der Bundesliga und er bekommt also seine Chance in den beiden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Die UEFA 5-Jahreswertung sieht die Bundesliga zurzeit auf Platz 4. Österreich macht einen Sprung nach oben. Immerhin ja 3 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Eine ganz gute Europapokalwoche für Deutschland hilft also, Platz 4 hinter Italien zu festigen. Carlo Ancelotti wollte keinen weiteren Stürmer beim FC Bayern haben. Er vertraute darauf, dass im Falle einer Verletzung von Lewandowski dann Müller einspringen konnte. Jetzt hat man ein bisschen Bedrulle. Das findet auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Also man muss sehen, ob man nochmal nachverstärkt. Er hat gestern beeindruckt beim 0:0 von Roter Stern Belgrad bei Arsenal. Wurde Bouyakchi von Chelsea Scouts beobachtet. Wir werden sehen, wer ihn kontaktiert. Der 22-Jährige ist mittlerweile richtig teuer geworden und könnte also von Roter Stern Belgrad nach England wechseln. In England spielt er aber zurzeit eben leider nicht. Santi Cazorla stand kurz vor einer Fußamputation. Der Arsenal-Spieler, der Spanier, hat sich eine infektiöse Wunde zugezogen und es ging sogar so weit, dass Teile seiner Achillessehne sich auflösten. Das Ganze wurde rechtzeitig noch erkannt. Jetzt ist auf dem Wege der Besserung und hofft auf einen Einsatz dann Anfang 2018 wieder auf dem grünen Rasen. So, und das war's dann auch schon wieder von dieser Woche bei Transfermarkt TV. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, tolle Fußballspiele, die ihr euch angucken könnt. Und dann solltet ihr auch wieder dabei sein am kommenden Montag. Dann haben wir nämlich für euch das Marktwert-Update aus Portugals Liga NOS. Dürfte interessant sein, wer sich da verbessert oder verschlechtert. Ich könnte mir vorstellen, dass Vincent Aboubakar, der Kameruner vom FC Porto, mit seinen 8 Ligatoren und seinen 3 Champions-League-Treffern sich da ein bisschen nach oben orientieren kann und wahrscheinlich auch Bastos, den kennen wir ja noch aus der Bundesliga. Übrigens ist er damals zu Sporting Lissabon von Wolfsburg gegangen mit einem Marktwert von 7 Millionen Euro. Nach den vielen Toren, die er erzielt hat in der Liga NOS, dürfte das ein bisschen nach oben gehen. Schaut also rein am Montag. Wir entlassen euch mit ein paar Treffern von Bastos ins Wochenende. Das soll es gewesen sein von uns. Tschüss, macht's gut.